Bist du? Ja, moin Leute, wir sind hier zu einem Scuffhammer auf Reserve und ich bin hinten bei den Bunkern, hinter den großen Häusern. Also im Loch in der Wand gedönt. Ich bin also gegenüber von dir. Scheiße. Ja gut, Ich komme dann. auch rübergerannt. Die Frage Ich gehe ist, mal in warte die mal, was hast denn du Schale. für Ausgänge? Ich habe Sewer Manhole, Armored Haben wir auch. Train. Bunker Hermetic Heating Pipe. Tor. Aber so am Manhole scheiße, wenn du looten willst. Ja, klar. Armored Train, Scavlans, Bunker Hermetic Tor. Ich habe, glaube ich, nur Scheißausgänge, wenn ich das richtig sehe. Ich habe die richtig beknackten. Also ich bin jetzt. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Fritz. Einfach erschossen worden. Von der Seite. Okay. Von einem Spieler. Ja, soll ich rausgehen? Und die wollen wir lieber zusammen zocken, dann würde ich jetzt hier halt schnell durchlaufen Kannst du machen. auch versuchen. Du Ich habe eh nur einen kannst auch kleinen rauskommen. Rucksack. Nee, pass auf, ich versuche rauszukommen, Für die Quote. weil ich habe eh nur einen kleinen Rucksack, versteht sich. Loot ein Haus durch, okay. Jo, passt. Passt. Ein Selber diese Haus. Theorie. Naja, hat ja nicht gesagt, dass man leicht rauskommt. Oder dass es easy ist. Dass man ankommt. Ja. Mal unload, was haben wir da dabei? Geschka, der kann eh weg. Weg. Auch weg. Eigentlich alles weg. Beziehungsweise, nee, kann nicht alles weg. Das da werde ich mal mitnehmen. Den Splint. Und die Bandage. Man weiß ja nie, was einem so auf dem Weg passiert, ne? Stirbst du? Bist du. Hat dich da gleich ein Spieler weggeschnippt? Den Kahlen, ja. Also vielleicht das Gebiet meiden. Ja, gut, keine Ahnung, wo ich langkomme. Pupsi. Es hat noch ein. Irgend so ein Knaller hat diesen scheiß Alarm angemacht, ey. Das ist so laut. Ist ja auch ein Alarm, ne? Oh, danke. Ja. Das war jetzt nochmal ein guter Hinweis. Deswegen habe ich auch gebracht. Macht Sinn, ne? Ja, ich bin immer erstaunt, woher du diese Weisheiten nimmst. Auch. Ganz kurz AFK, 2 Minuten. Ja.
furchtbar laut. Ja, dann versuchen wir jetzt Superman heute rauszugehen. Jo. Auf dem Weg. Aber an sich, sage ich jetzt mal, ist das, glaube ich, schon keine so blöde Idee. Mit Reserve. Ja, ich habe schon ein paar Sächelchen gefunden. Vor allem halt auch Muni und sowas findest du hier gut, ne? Selbst wenn du jetzt mal nix... Dann lass doch die nächsten Skaff-Runden auf Reserve gehen. Ja, probieren wir mal. Auch rausgeschafft. Jo, bisschen was zum Verkaufen. Das heißt, wir gehen jetzt auf Customs wieder. Wir könnten Customs probieren. Oder halt. Customs, aber ohne Loot, ne? Ground Zero, das ginge natürlich auch. Aber wie du willst, ich bin für beides zu haben. Auf Customs gehen. Den Key nehme ich natürlich mit. Den Unknown. Auch der hat nur einen Nutzer, gell? Scheiße. Naja gut, das ist klar, du. Muss man halt jetzt. Der erste muss halt sitzen. The first must sit. Das Englisch ist gut. Ich hab übrigens eine geschallgedämpfte VPO mittlerweile dabei, nur dass du Bescheid weißt. Ich hab eine Ader dabei. Eine laute, ne? Laute Ader. Eine laute Ader. Ich glaube noch ein Scav. So kompliziert auf Englisch, ey. Muss ich voll umdenken. Jo. Das schadet dir ja nichts. Ich drück da mal auf Pause, mein Freund. Okay, Leute, wir starten wieder rein. Customs ist angesagt. Wir versuchen, den Erpresser zu spielen, sprich die Skier-Mission. Und wir haben schon einen Schlüssel, den hat ja der Kollege letztes Mal besorgt. Oh, wir sind gar nicht schlecht.
müssen hier hoch. Du gehst vor. Oh, wir sind doch schlecht. Zieh weiter rüber, komm. Lass uns nicht so lange hier auf der Kreuzung bleiben. Ja, wie laufen wir? Ja, wir laufen jetzt hier den Berg erstmal hoch, würde ich sagen. Kommst du? Hier, weißt du schon, den Berg so schnell wie möglich hoch, weil die Leute spawnen ja alle hinter uns. Die treiben uns sich sonst vor uns her. Und mein Vorschlag wäre, wir gehen jetzt hier über den Berg Richtung Busstation. Und an der Busstation halten wir kurz inne. Oder wir vercampen uns hier eine Weile. Schadet ja auch nicht. Ja, lass mal hier campen. Dann lege ich mal ganz kurz meinen Rucksack hier irgendwo ab. Bei Busstation ist auch kritisch, gell? Du läufst mit dem in die Arme, der von oben kommt. Ja, wir können jetzt von allen Seiten. Also der Hügel ist exponiert. Aber theoretisch ist der Schnee unser Freund. Nur sind die Büsche auch nicht mehr so bewachsen, ne? Im Winter ist klar. Auch hier im Spiel? Das siehst du doch. Stimmt, ja. Die Laubbäume haben auch kein Laub mehr. Das ist reingepatcht. Ja, ja, klar. Es ist Winter. Muss gestern Abend irgendwann gewesen sein. Es kam gar kein Update dazu eben. Naja, keine Ahnung. Vielleicht können sie das jetzt einfach switchen, weißt du? Wäre ja cool irgendwie, wenn du so mal so wochenweise die Jahreszeiten durchmachen könntest. Immer scheiße finden, die Tannenbäume sind alle noch grün und nicht weiß. Mich. Ich finde, wenn man langsam, ganz langsam sneakt, geht's einigermaßen. Wollen wir runter zur... Ich habe Richtung Dorms links was auf dem Ohr gehabt, glaube ich. War weit weg an der Mauer, wenn dann. Wollen wir Richtung Dorms rechts runter zu der kleinen Bushaltestelle an der Straße gehen? Können wir? Leise? Da war was, ja? Wo jetzt genau? Richtung Mauer. Wo du auch was gehört hast? Mhm. Ich würde weiter runter Richtung kleine Bushaltestelle sneaken. Absetzen, absetzen. Entweder höre ich dich oder da kommt was von der Mauer. Ich höre sowas wie eine Grille oder so. Kann das sein? Ich gehe langsam weiter. Ich höre irgendwas, aber ich weiß auch nicht was. Das ist wie so ein Quietschen, ne? Nee. Also ich laufe gerade, ne? Was? Ich warte jetzt auf dich. Also wenn du so läufst, höre ich dich zwar immer noch, aber wesentlich Scuff voraus. Könnte auf uns zukommen, ja? Läuft an der kleinen Bushaltestelle irgendwo.
Oh, Alter. Nicht so durch die Büsche. Mann. Wenn du schießen kannst, schieß. Ja, ja, ich muss ihn aber erstmal spotten. Er ist jetzt zur Bushaltestelle hingelaufen. Ich gehe da jetzt, ich sneak da jetzt hin. Clear das und dann kannst du nachkommen, weil dann. Oh, ich hör's. Steht da vorne irgendwo? Ich rücke weiter vor. Richtung Doms? Nee, nee, Richtung Bushaltestelle immer noch. Nein, da waren die Schüsse eben. Das kann gut sein, ja. Aber von der Seite passt du ja jetzt so ein bisschen auf. Ich bin voll fokussiert auf Bushaltestelle und ja, Laufrichtung so ein Stück nach vorne, ne? Ist er. Och, Alter. Du schreckst mich immer so dermaßen hier mit deinem. Ich weiß bei mir gar nicht. Bleib mal bitte hinten, weil sonst höre ich dir nicht. Ich glaube, der ist in die Bushaltestelle, wenn mich nicht alles täuscht, direkt reingegangen. Jetzt läuft er wieder, oder? Ja. Ist rechts von dir, oder? Hab ich nicht. Kommt auf dich zu. Bleib locker. Ich sneak auf ihn zu. Ich sehe ihn. Ähnlich. Hast du ihn? Ich dachte ja. Eigentlich schon. Es sei denn, der Busch hat. Bleib du mal da, wo du bist. Ich sehe ihn. Ist vielleicht noch einer. Hilf mir aus, Debs. Bleib mal stehen, bitte. Ich liege. Hab ihn. Den hab ich. Ich habe noch einer. Also der kam jetzt von Richtung Darms auf mich zu. Ja, das war meiner, den ich beobachtet habe. Alles gut. Passt. Du läufst? Nee. Hinter mir kommt noch was. Gut. Ja. Alles klar, habe ich gesehen. Gut, dann. Hol du den du gerade erschossen hast, erstmal. Ich hol den anderen, den du erschossen hast. Und dann. Lass einfach weiterziehen, bitte. Ich habe hier gerade ein ungutes Gefühl. Komm, das ist nur das Gas. Ja, ja, aber ich suche noch nach einer automatischen Knarre, deswegen. Oh fuck, ich habe vergessen, Munition mitzunehmen. Steps. Bin ich. Negativ? Glaube ich nicht. Kommt noch was? Wo du den ersten erschossen hast? Ich bin jetzt auch automatisch. Ja. Vielleicht 50 Schuss. Was hast du für eine Knarre? VPO, ne? NATO-Munition. Achso, ja, da kann ich dir nicht helfen. Das ist. Oder du gehst halt jetzt nochmal an die zwei Scuffs hin, die du. Ja, alles gut. TOS brauche ich ja nicht mehr und du auch nicht, ne? Was? Die TOS haben wir beide schon. Na ja, jetzt finde ich hier eine Saleva bei dem. Scheiße.
Aber ich habe eine Granate gefunden. Das ist wertvoll. So, na dann. Lauf mal rüber, oder? Ja, würde ich sagen. Warte mal, ich guck mal kurz. PS-Munition. Ja, die Knarre kann was. Die Frage ist aber, wir gehen trotzdem hier in der Mitte. Warte mal, ganz kurze Lagebesprechung nochmal. Wollen wir hinten bei der Tankstelle, wo jetzt gerade geschossen wird, nicht, sondern wir gehen durch die Mitte, oder? Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Ruhig? Ja. Dachte, ich hätte was von Dorms gehört. Das ist so scheiße mit dem Schnee. Es könnte sein, dass vor uns links noch was ist. Ja, komm, dann lass uns losgehen. Ist was. Also. Das bin ich. Ah. Das bin ich. Alter. Mann. Nicht dein Ernst. Alles hoch. Okay. Okay. Ja, ich bin durch. Ich hab Kupital dabei. Ja, ich krieg's schon hin. So schnell mein Stomach heilen. Aber pass trotzdem mal in diese Richtung auf. Geh du mal vor an die Straße und schau mal Richtung Dorms auch. Ja, warte mal. Ich schmeiß hier mal ganz kurz Kupital hin. Oh, hier liegt's. Alles gut, ich hab genug Medic-Zeug gefunden. Alles gut. Mach dir keinen Kopf. Alles gut. Kann passieren. Ich hab nichts Wertvolles dabei, alles. Sei froh, dass nur noch 8 und 5er Munition war. Hinter uns. Ich weiß. Ich seh keinen. Ich seh keinen. Muss noch mein Bein hier rein. Der kommt auf uns zu. Ich seh keinen. Rechts von mir, also Richtung Dorms gucken. Oh, schallgedämpfter Schuss voraus, Richtung Skeleton. Lass noch mal kurz hier absetzen vielleicht. Ich lieg ja auch hier, ja. Ja, ich weiß. Ich meinte nur nicht, dass wir jetzt aufstehen. Nee, lass uns hier bleiben. Auf jeden Fall. Bin so gut wie neu. Du hast. Ist deine Rüstung noch offen? Oder noch dicht? Oder ist die auch schon kaputt? 5 Punkte hast du mir weggenommen. Also von 100 habe ich 95. Ich weiß nicht, was du. Du hast mich zwar komplett zersägt, ja. Aber irgendwie nicht getötet. Was nicht für deine Skills spricht. Ja, doch. Die ersten 2 habe ich gegen den Kopf danach, weil ich aber nicht wusste, ob ich treffe, habe ich danach in den Bauch einfach nur reingeschossen von der Seite. Ah, gut, dass du geschossen hast. Ich hab's ja gar nicht erwartet, gell? Ich mein's ernst. Aber warte. Ich hab dich überall erwartet, nur nicht da. Du schießt? Hast du? Von wo, Heiko? Das war der Sniper Scope, den ich geholt habe. Und jetzt kommt was vom Dorms. Beim Dorms läuft jetzt irgendwas rum. Und PMC? Und PMC. Ich glaube. Was? Jetzt schießt nicht schon wieder mich. Ich lieg immer noch da, wo. Nein, nein. 2 Spieler? Ruhig, lass sie kommen. Lass sie vorbeiziehen. Schießen können.
ehrlich. Geschichten, die nur Tarkov schreibt. Ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Raid. Bis dann. Mach ich nie wieder. Servus, Leute. Und wieder zurück für ein Scuffrun auf Reserve. Diesmal bin ich, glaube ich, beim Bahnhof gespawnt. Ja, ich so auch. Ist es. Wenn du mal stehen bleibst. Da. Okay, klar. So, was wir jetzt tun sollten, wäre, so schnell wie möglich in die großen Häuser vorne reinzukommen. Eating Pipe kann ich raus. Auch ich und Checkpoint Pants können wir auch raus. Das ist sehr gut. Checkpoint Pants ist auch sehr gut. Kommst du da auch raus? Nee. Ja, dann. Aber Hall in the Wall by the Mountains. Ja, habe ich auch. Also dann ist der Plan, sich so schnell wie möglich in diese großen Häuser an dem Hubschrauberplatz reinzuorientieren. Da zu looten, bis der Arzt kommt. Er will's, sollen wir tauschen? Oh, neben uns Scuff. Aber der ist freundlich. Und das sah jetzt spooky aus. Was denn? Da, der Scuff. Darin looten? Da kommst du auch nicht drüber. Hab ich schon vorhin testen wollen. Nee, kommst du schon, du musst bloß lange drücken. Das Vaulting funktioniert, wenn du lange drückst, da kommst du schon drüber. Bist du hier rein? Ja, ich bin drin. Hier, ich hab was für dich. Liegt auf dem Boden? Ja. Was? Wo? Da, hier. Ah. Malberosen. Ja, ja. Stimmt. Vor allem kann man hier auch halt Werkzeug finden. Das ist ganz cool eigentlich. So, dann lass uns hier durchziehen, oder? PRS. Schau, wenn du dich hier ranstellst und lange drückst, geht er drüber. Test ich. Ach so, aber der slidet nicht, sondern du musst da echt drüber. Naja, du musst dann echt drüber. Genau. Schuss. Ist auf uns? Ich glaube. Gleich jetzt rechts abbiegen. Ja, ich kann nicht mehr rennen. Ah, ich auch nicht. Schnell rein. Dann erstmal drinnen kurz ausruhen. Rein. Ja. Top. Jetzt looten wir erstmal das Haus von oben bis unten durch. Die Frage ist nur, wollen wir Loot-Disziplin halten? Einer lootet und der andere schaut zu dabei, bis der andere voll ist, oder? Ich glaube, du hier drinnen würdest du sogar hören. Ja, aber dann wissen wir wieder nicht, wer was ist, weißt du? Das meine ich. Bleib einfach zusammen, im Zweifel. Das wäre vielleicht auch eine Option. Okay. Lass uns nicht direkt wieder trennen. Geh mal hoch. Ja, das meine ich eben. Du bist jetzt schon nach vorne gelaufen. Ja. Mal ganz kurz anrufen. Gehen wir hoch? Ja. Ja. Ich gehe nach links, öffne eine Tür, Badezimmer, ne, irgendwas anderes komisches.
Oh, nice. Das heißt, alles, was von hinten kommt oder von vorne, kann... Ja, aber Vorsicht, ich gehe jetzt schon in die Richtung, ne? Mein Freund. Na gut, dann bist du ja der erste Kontakt im Zweifel. Ja. Das spricht ja sehr gelassen aus. Ich bin im letzten Zimmer rechts. Wenn du einen Backpack findest. Ja. Mit einer etwas anderen Größe. Ich hab dir meinen angeboten, jetzt ist zu spät. Nein, ich will ja auch nicht. Bringt ja nichts. Na doch, ich habe ja noch Backpacks gehabt. Schau mal um. Schalter hier oben. Ach so, okay. Ja, okay, ich komme hoch. Ich habe eine Tür gehört, warst du das? Ich, ja. Okay. Gehe ich rechts vor? Ich bin rechts rein, in der ersten Nische. Ich finde schon, also wenn man es rausschafft, dann würde ich schon sagen, dass sich die Karte lohnt, oder? Ich habe auch, wir können nach dem Gebäude eigentlich rausgehen, ne? Also für mich zumindest. Ja, warum nicht? Ich würde zwar ganz gerne irgendwann dann nochmal, aber das können wir ja jederzeit machen. Ich bin vorne. Ja. Ich halte vorne, also. Ich nähere mich. Mhm. Links. Hier findet man halt wahnsinnig viel Munition, ne? Irre. Hältst du dich links, dann bleibe ich rechts. Mach, ne? Granaten, gell? In den anderen Häusern muss es mehr Filing-Kabinetts geben. Ich bin vorne im schmalen Gang. Ja, dann gehen wir jetzt. Aber also ich würde sagen, ich bin voll eigentlich. Ich muss schon immer irgendwas rausschmeißen. Ja gut, dann. Wollen wir rausgehen? Ja. Und danach lieber nochmal reingehen, bevor wir jetzt irgendwie hier dumm rumlooten. Dann gehe ich runter. Bist du auch voll? Ich bin auch voll, ja. Na gut, also mehr oder weniger. Ich habe jetzt noch ein paar Slots, aber wenn du unbedingt raus willst, dann gehen wir raus. Weil ich muss schon immer die Wahl treffen, was ich wegschmeiß. Oh, wir müssen noch einen Stockwerk runter. Das wär's jetzt. Fritz springt raus. Ja, und Fritz lacht sich tot. Oh, stopp! Außen läuft was. Hast du es gehört? Kommst du mir nach? Ja. Aber langsam laufen, ganz langsam bitte. Ecke ist clear. Weil wir sind doch hier beim Hole in the Mountain da hinten gleich, ne? Ja, deswegen ja. Hier raus und dann links, oder? Hole in the wall by the mountain. Mountains. So, vorsichtig. Ich habe hier rechts, wenn man rausgeht, rechts was gehört. Hat sich aber gefühlt entfernt. Ich gehe raus, kannst nachrücken. Ich bin schon bei dir. Komm. Schau mal, das sieht geil aus. Das, also, was heißt geil, aber das Blut, ja. Da.
Als. So. Let's fetch. Vorsicht, langsam, kann nicht mehr. Hinten sind wir am Turm. Lauf mit halber Geschwindigkeit. Oder ach so, du rennst raus, okay, gut. Das ist der Ausgang bei the mountains. Wall in the wall by the mountains. Ich habe jetzt also ich mit rausgenommen auch. Sehr cool. Ich würde kurz pausieren beziehungsweise die Folge beenden für unsere Freunde und dann sehen wir uns in der nächsten. Macht's gut, bis dann. Tschüss.